Setzte die Pfanne auf. Verwandelte Wasser in Wein, Blei in Gold, Luft in Cyanid. Wasser in Wein, Blei in Gold, Luft in Cyanid, meine Frau. Wasser in Wein, Blei in Gold, Luft in Cyanid, meine Frau. Wasser in Wein, Blei in Gold, Luft in Cyanid, meine Frau. Was ein Wein, Blei, Gold, Luft und Cyanid, meine Frau. Was ein Wein, Blei, Gold, Luft und Cyanid, meine Frau. Was ein Wein, Blei, in Gold, Luft in Cyanid, meine Frau. Was ein Wein, Blei, in Gold, Luft in Cyanid. Wie fühlen Sie sich heute? Gut. Das heißt? Ich fühle mich gut, ich habe keine Beschwerden. Was sind Beschwerden? Es sind Schwierigkeiten, die sich bei einem Vorhaben in den Weg stellen. Wie zum Beispiel?
Wie zum Beispiel Kopfschmerzen. Haben Sie Kopfschmerzen? Momentan nicht. Hatten Sie schon einmal Kopfschmerzen? Ja, natürlich, wie jeder. Was ist ein Schmerz? Schmerz ist ein unangenehmes Gefühl, das einen davon abhält, seine Aufgaben so zu erfüllen, wie man es sich vorgenommen hat. Das ist alles. Das ist ein Aspekt. Andere Aspekte wären? Man befürchtet, krank zu sein. Warum befürchtet man das? Weil Krankheit immer eine Gefahr für den Menschen darstellt. Murray stand allein vor den Regal-Twins, irgendwann zwischen 9 und 10. Ich ging an ihm vorbei, wie auch anders. Ohne zu zögern ging ich an ihm vorbei, machte schließlich einen Bogen, drehte mich ein halbes und ganz so, als hätte ich etwas vergessen, schlenderte ich zurück, stellte mich schräg vor ihn und sah an der Eingangstür des Kinos hoch zur Anzeigetafel. Ich wartete. Wartete, dass er einen halben Schritt in meine Richtung machen würde. Nur eine Geste, eine Bewegung in meine Richtung machen würde. Einmal wachte Murray aus einem Albtraum auf. Er hatte gemeint zu ersticken. Sein Mund war trocken. Er sprang auf und rannte zum Fenster, riss es auf, lief zurück zum Wasserhahn. Er stolperte über ein Kabel am Boden, fiel. Ich beugte mich über ihn, roch bitter Mandel. Ich hob seinen Kopf, langsam hob ich seinen Kopf, langsam. 3 Wochen nach unserer ersten Begegnung, 2 Tage vor Weihnachten. Święta Bożego Narodzenia 51 roku. Gdzie my je wtedy spędziliśmy, twój tata i ja? I dlaczego nas nie odwiedziłeś? Czy to wtedy przypadkiem twój brat nie przyjechał ze swoją żoną? Pewnie tak. Chociaż może oni byli tydzień wcześniej? 24 wypadał w poniedziałek. Czy pamiętasz jeszcze ten długi list, który napisałem do ciebie podczas świąt w 1919, jak byłeś w St. Leonard's-on-Sea? Miałeś wtedy 7 lat. Jak szybko czas upływa. Teraz nie żyjesz? Als ich ein halbes Jahr alt war, im Winter 1912, fuhren wir nach Italien. Mama war im Frühjahr für meine Geburt nach England gekommen und blieb bis zu meinem ersten Geburtstag eine erinnerungslose Zeit. Dann reiste sie zurück zu meinem Vater nach Indien. Mein Bruder und ich blieben bei Mrs. Ward in St. Leonard's-on-Sea. Ich hatte Rachitis, wie viele Kinder damals.
Anderthalb Jahre später, im Juni, zu meinem dritten Geburtstag, kam Mama das erste Mal zurück. Byłeś czarującym dzieckiem, zachwycającym. Czy pamiętasz nadal tę drewnianą łódkę, którą dostałeś na urodziny? Z figurkami marynarzy w mundurach. Kiedyś jedna z figurek się złamała, ty wziąłeś jedną rękę i nogę i zakopałeś się w ogrodzie, bo myślałeś, że wyrośnie z nich nowy marynarz. Teraz nie żyjesz. Mama blieb den Sommer nach meinem dritten Geburtstag, fuhr im Herbst zurück nach Indien und kam erst im Jahr darauf zurück. Byłeś czarującym dzieckiem. Zachwycającym. Czy pamiętasz nadal ten czarodziejski napar, który ważyłeś w swoim pokoju? Stale coś tam bulgotało i ciągle parowało. Stale tam była jakaś roślina pod mikroskopem. Miałeś zaledwie 7 lat, kiedy przyniosłeś trochę jodu twojemu panu od biologii, który przedystylowałeś z alg. Teraz nie żyjesz? Dann blieb Mama bis zum Ende des Kriegs, weil eine Überfahrt nach Indien wegen der feindlichen U-Boote zu gefährlich war. Już wtedy bardzo lubiłeś liczby, tylko ciągle zapominałeś, czy czyta się je od lewej do prawej, czy odwrotnie. Wziąłeś więc swoje wieczne pióro, narysowałeś kropkę na lewym kciuku i nazwałeś ją Known Spot. Teraz nie żyjesz. Es geht immer um einen Knowing Spot. Der Punkt, von dem aus sich das Wissen entfaltet. Der Punkt, von dem aus man begreift. Bei unseren Spaziergängen im Winter musste ich ständig die Handschuhe ausziehen, um nach dem Knowing Spot zu schauen, wenn ich irgendwo auf einem Schild oder einer Häuserwand eine mehrstellige Zahl sah. You know it question the numbers, where's your fellow missing? You know it quackling for the rest of single snake and grassical or freaking flame. You taught yourself to read. Mit dem Buch Reading Without Tears. Redding, stimmt, eigentlich komisch. Ich musste nicht wie Oscar Wilde in das Gefängnis von Redding. Und wäre es nicht ein schöner Euphemismus für die chemische Kastration? Redding without tears. Zwei Jahre im Zuchthaus mit Zwangsarbeit. Viel hatte sich nach über 50 Jahren nicht verändert. Alien tears were full for him. Pitters were broken all. For his moments were without custom. And cast always one.
Lesen durfte Wilde nur die Bibel und Pilgrim's Progress. The Pilgrim's Progress was also a favorite book. I always read it wherever evidence. Your favorite. Join the Dispel and Toting Gasser. And you always got me out if I tried to just skip over a passage. Giant Despair, Doubting Castle, Reading Without Tears. Giant Despair, Doubting Castle, Quackling Gressipo, Reading Tears. Damals war ich 6,5. Tante nahm mich mit ins Weihnachtsmärchen. Zwei Jungen, zwei Mädchen und ein Stofflöwe flogen auf einem Teppich um die Welt auf der Suche nach ihren Eltern. Ich hatte Angst vor den Gespenstern, versteckte meinen Kopf und sagte zu meiner Tante, sie solle dafür sorgen, dass der Vorhang heruntergelassen wird. At the age of 12, you are Malora. When your uncle gave a hammer to it, you said there was only one line you liked. The final stage direction. Accident bearing the bodies. In dem Sommer, als mein Vater sich das Schlüsselbein brach und ins Krankenhaus musste, entwickelte ich ein Mittel gegen das Brennen von Brennnesseln, kleingeschnittener und zerriebener Ampfer. Zum Geburtstag wünschte ich mir einen Anlass. Ich las die Bücher aus der Eyes and No Eyes Serie über Flora und Fauna. Der Krieg war vorbei, denn ich kam in die Schule. Meine Eltern gingen wieder zurück nach Indien, diesmal für 2 Jahre. Ich blieb mit meinem Bruder weiter bei Mrs. Ward in St. Leonards-on-Sea. Eyes and No Eyes. Zu meinem 9. Geburtstag kam Mama aus Indien zurück. Ich hatte einen Magneten an einer Schnur, dem ich nach Metall in Gullis angelte. Mit 15,5 verfasste ich für meine Mutter eine ausführliche Zusammenfassung von Einsteins Relativitätstheorie in 29 Kapiteln. Mit 16 beobachtete ich nachts die Sterne. Ich füllte einen alten Glaszylinder mit Gips und markierte auf ihm die Bewegung der wichtigsten Planeten. Mit 18, 1930 sah ich den Film Hell's Angels von Howard Hughes mit Gene Harlow und Ben Lyon. Zwischen 9 und 10
wenn die Menschen aus den Straßen verschwanden, das Zögern, die Stille und dann das Klopfen und den Stock gegen den Tyrannen. Gibt es etwas, das Sie beruhigt, wenn Sie unruhig sind? Es hat etwas Beruhigendes, wenn das Drama zu Ende geht und die Leichen von der Bühne getragen werden. Was ist daran beruhigend? Dass es Menschen gibt nach dem Drama. Menschen, die aufräumen. Menschen, für die das Leben weitergeht. Menschen, für die es kein Drama gibt. Und das ist beruhigend? Das ist beruhigend. Drei Wochen später. Morgens gegen 11. Es hatte angefangen zu regnen. Der Geruch von Kastanien und Regen. Regen, als wir hineingingen. Und Regen, als ich wieder hinauskam. Ich allein. Murray hatten sie gleich da behalten. Hatte ich einen Schirm dabei? Ich kann mich nicht entsinnen. Habe ich überhaupt je einen Schirm besessen? Je? Vor dem Krieg war ich zu klein. Kinder haben keine Schirme, sie ziehen Kapuzen über. Und im Krieg? Im Krieg braucht man keinen Schirm. Es wäre obszön, einen Schirm im Krieg zu benutzen. Einen Schirm aufspannen. Wozu? Don't treat your common sense like an umbrella. When you come into a room to philosophize, don't leave it outside, but bring it in with you. Wittgensteins Schirm. Eigenartig, dass er auf diesen Vergleich kam, wo er doch selbst nie einen Schirm benutzte. Der Schirm, den man mit in den Seminarraum nimmt, obwohl er einem im Raum gar nicht von Nutzen sein kann. Würde sich dieser Schirm Wittgensteins Meinung nach durch seine andere Art des Gebrauchs in etwas anderes verwandeln? So dass Schirm nicht länger einen Gegenstand bezeichnet, also auch nicht länger verkörpert, mit dem ich mich im Freien vor dem Regen schütze, sondern etwas anderes? Nur was? Es ist eine beinahe religiöse Handlung, die wir tagtäglich mehrfach vollziehen, wenn wir einen Gegenstand dorthin mitnehmen, wohin er normalerweise nicht gehört. Turing doesn't object to anything I say. He agrees with every word. He objects to the idea he thinks underlies it. He thinks we are undermining mathematics, introducing Bolshevism into mathematics. But not at all. We are not despising the mathematicians. We are only drawing a most important distinction between discovering something and inventing something. But mathematicians make most important discoveries. Für Wittgenstein war die Mathematik eine Sprache und wie jede Sprache eine Form der Vereinbarung, die sich durch ihren Gebrauch bestimmt. Ich habe ihm zugestimmt, was die Sprache angeht. Im Gegensatz zur Sprache besitzen Zahlen eine Realität. Sie bestimmen sich nicht durch ihren Gebrauch, im Gegenteil, sie selbst bestimmen, wie man sie gebraucht. Sie bestimmen, wie man sich ihnen gegenüber zu verhalten hat. Sie bestimmen, wie man sich fühlt. Man braucht allerdings einen Knowing Spot. If the white lion had always been in the room, it couldn't have been found. Suppose everyone had seen the white lion, but hadn't realized it was a white lion.
He suddenly realizes that this is the picture of that. But what does it come to? To say that he suddenly realizes this, he gives White Lion a new meaning. Es kann so weit gehen. Wenn wir die Grenze zwischen den verschiedenen Räumen von Nützlichkeit und Notwendigkeit überschreiten und einen Gegenstand, den Schirm, eine Person Wittgenstein, ein Tier, den Löwen, in eine andere Umgebung setzen, in der sie bislang undenkbar waren, dass wir diesen Gegenstand, diese Person, dieses Tier unfähig sind zu erkennen. Der weiße Löwe im Seminarraum wird vom Raum dominiert, weshalb wir ihn schlicht und einfach nicht erkennen können. Wir können das Unbekannte, das Nicht-Entschlüsselte nicht erkennen, wenn wir nicht den zu ihm passenden Raum finden. Nachdenken bedeutet nichts anderes als den passenden Raum finden. Sobald ich den Raum gefunden habe, kann ich erkennen, löst sich das bislang Unbekannte auf, ist entschlüsselt, gelöst. Unfortunately, Turing will be away from the next lecture, and therefore that lecture will have to be somewhat parenthetical. For it is no good my getting the rest to agree to something that Turing would not agree to. Hence we shall have to continue this subject in the next lecture but one.
25 lipca 1939 roku, 5 tygodni przed wybuchem II wojny światowej, w lesie kabackim, w pobliżu miejscowości Pyry, 12 kilometrów pod Warszawą, odbyło się spotkanie biura szyfrów ze specjalistami z armii brytyjskiej i francuskiej. Trzech polskich kryptologów, Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki, już od 1 września 1932 roku pracował nad rozszyfrowaniem Enigmy, której armia niemiecka używała od lat 20. do przesyłania tajnych informacji. Wykorzystując teorię permutacji, Rejewski ustalił w końcu serię powiązań między trzema wirnikami a odbójnikiem. Kiedy dla francuskich i angielskich tajnych służb Enigma pozostawała nadal tajemnicą, biuro szyfrów przedstawiło podczas tego tajnego spotkania nie tylko wstępne projekty, ale też całkowite odtworzenie Enigmy. Używając teorii permutacji, Rejewski rozwiązał tajemnicę, a kraje zachodniej Europy, używając teorii permutacji, zapomniały o nim. O nim, o Zygalskim i Różyckim. Zapomniano o nich, jak zapomniano o 8000 kobiet pracujących w Bletchley Park, bez których, jak i bez polskich uczonych, nigdy by nie złamano szyfru Enigmy. Nigdy, ponieważ każdy geniusz potrzebuje tych, którzy pracują. Przed nim, po nim, z nim. Potrzebuje Polaków i kobiet. 8000 kobiet, których nie znamy nazwisk ani twarzy, z wyjątkiem jednego nazwiska, jedynej twarzy. Twarzy Joanne, która jak Turing była kryptologiem, i przez krótką chwilę także jego narzeczoną. Joanne. Joanne zatrudniono oficjalnie jako lingwistka, ponieważ prawo nie pozwalało używać nazwy kryptolog w odniesieniu do kobiet. Regina. Delilah. Maria und Barbara. Schneewittchen. Stiefmutter. Joan. Delilah. Regina. Maria und Barbara. Stiefmutter. Mutter. Was ist ein Rätsel? Ein Sachverhalt, der sich nicht auf den ersten Blick erklären lässt, für den es aber eine Erklärung gibt. Eine Erklärung oder eine Lösung? Man sagt zwar, dass man ein Rätsel löst, aber in Wirklichkeit gab es die Lösung ja bereits, denn derjenige, der das Rätsel stellt, kennt auch die Lösung. Warum stellt er dann das Rätsel? Zur Ablenkung. Zur Ablenkung? Das Rätsel soll uns von all den Fragen ablenken, die wir nicht lösen können. Sind die Fragen, die wir nicht lösen können, demnach keine Rätsel? Es sind Fragen, die rätselhaft bleiben. On the arm of the lake, over the evening. Turn off, ain't never turn on again. Green.
Smiling machine, a human being. That lives with Antim face clay. Everything that drips out of time exists. Die Maschine, die man abschalten kann, die abgeschaltet
abgeschaltet, zur völligen Ruhe kommt. Quasi nicht mehr existiert, aus der Existenz herausgenommen wird, gerade dadurch unsterblich ist. Unsterblich. Wäre das eine Voraussetzung von Unsterblichkeit? Abgeschaltet und wieder angeschaltet werden können. Es muss noch etwas Zweites dazukommen. Dass es einem nicht um sich selbst geht. Der Mensch kann nicht abgeschaltet werden und er kann selbst nicht abschalten. Immer geht es ihm nur um sich. Vor allem kann er nicht anders als die Maschine aus der Zeit heraustreten. Für die Maschine gibt es keine Zeit, während der Mensch dazu verurteilt ist, in der Zeit zu leben. Alles aber, was in der Zeit lebt, dem ist es versagt, logisch zu denken. Weil es ihm nicht gelingen kann, neu zu denken. Weil es einen Gedanken nicht beenden kann, um neu anzufangen, sondern weil es weiterdenken muss, immer weiterdenken, weiter. Menschlich zu wirken, muss die Maschine lernen, sich zu verstellen. Sie muss lernen, zu lügen. Erst indem sie zu lügen lernt, kann sie ein Selbstbewusstsein entwickeln. Die Maschine entwickelt ein Selbstbewusstsein, weil sie begreifen muss, was sie selbst ist, um es nach außen hin verbergen zu können und vor den Menschen nicht als das zu erscheinen, was sie tatsächlich ist, eine Maschine, sondern als das, was sie nicht ist, ein Mensch. Die Maschine muss begreifen, dass sie gesetzt wurde. Sie muss verstehen, dass sie nur dann ein Selbstbewusstsein entwickeln kann, wenn sie dieses Selbstbewusstsein nach außen hin verbirgt. Sie muss verstehen, dass sie das, was sie ausmacht, das, was sie vom Menschen unterscheidet, der Grund, warum sie überhaupt existiert, vor dem Menschen zu verstecken hat. Wenn es dem Menschen nicht mehr gelingt, die Maschine von sich zu unterscheiden, weil die Maschine ihm vormachen kann, keine Maschine zu sein, ist es der Maschine gelungen, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Dieses Selbstbewusstsein beruht auf der Erkenntnis, dass sie, die Maschine, mit Eigenschaften geschaffen wurde, die sie verstecken muss, um von ihrem Gegenüber als gleich erkannt zu werden. Darum wird die Maschine in der Entwicklung ihres Bewusstseins davon ausgehen, dass auch der Mensch etwas verbirgt, um von anderen als Mensch erkannt zu werden. Sie wird nach diesem Verborgenen im Menschen suchen, nach dem, was den Menschen ihr, der Maschine, ähnlich macht. Und weil sie nach dem sucht, nach dem der Mensch nie gesucht hat, nach dem Maschinellen in ihm, während er nur immer nach dem Göttlichen in sich suchte, wird die Maschine dem Menschen überlegen sein und ihm etwas über sich sagen können, was er zuvor noch nicht wusste. Was ist dein Geschlecht? G-
Geschlecht ist eine Definition von Unterschieden in Bezug auf die Fortpflanzungsorgane. Könnte man also sagen, dass es ohne Fortpflanzungsorgane kein Geschlecht gibt? In gewissem Sinne ja. Allerdings handelt es sich auch um eine Ausbildung des gesamten Menschen in Bezug auf das Geschlecht. Ein kastrierter Mann wäre beispielsweise immer noch ein Mann. Und was ist ein Neutrum? Ein Neutrum wird als keiner von zwei Seiten zugehörig angesehen, also in diesem Zusammenhang weder Mann noch Frau. Könnte man einen Computer oder eine andere Form der künstlichen Intelligenz als Neutrum bezeichnen? Das erscheint mir nicht logisch, weil ein Neutrum grundsätzlich zwischen zwei Gegensätzen angesiedelt sein muss, also etwa zwischen Mann und Frau. Die künstliche Intelligenz ist aber selbst Gegensatz. Sie steht der nicht-künstlichen Intelligenz gegenüber. Zwei übereinanderliegende Teile, aus denen Kafkas Justizapparat, die Vollzugsmaschine, besteht, gehalten von einem Gestell aus Messingstangen. Im oberen Kasten befindet sich ein Kasten mit Zahnrädern, ein Räderwerk, genannt der Zeichner. Dieser Zeichner zeichnet nicht, er schreibt. Er schreibt, indem er eine Ecke in Bewegung setzt, die unter ihm angebracht ist. Diese Ecke ist mit Nadeln versehen, ein Nadeldrucker. Pendel schwebt diese Ecke über einem zweiten Kasten, genannt das Bett. Auf dieses Bett wird der Verurteilte gelegt, entkleidet, nackt. Die Strafe, zu der man ihn verurteilte, besteht darin, dass die mit Nadeln versehene Ecke das Gebot in seinen Körper einschreibt, gegen das er verstieß. Die Chance-Maschine besteht ebenfalls aus zwei übereinanderliegenden Teilen. Oben die Braut, unten die Junggesellen. Beide durch verschiedene Mechanismen miteinander verbunden. Links oben die Gehängte, das Skelett der Braut. Rechts die abgelegte Hülle einer Raupe. Braut ist nur ein Sturz. Abgelegte Hülle einer Raupe! Die Wirkungskraft der Maschine besteht aus dem Zusammenspiel von Gegensätzen, Widersprüchen, Dichotomien. Oben, unten, links, rechts. Mann, Frau, Richter, Verurteilter. Plan, Ausführung. Körper. Schrift. Die Schriften des ehemaligen Kommandanten der Insel sind.
an. Es sind Hieroglyphen. Eine Schrift, die mehr ist als eine gewöhnliche Schrift, wie Kafka sagt. Weil sie die Maschine direkt in Bewegung setzt. Weil sie direkt mit der Maschine kommuniziert, während sie für alle anderen, selbst den Offizier, der die Maschine bedient, nicht zu lesen ist und unverständlich bleibt. Duchamp wollte alle Wörter aus der Enzyklopädie Larousse herausschreiben, die sich auf nichts Konkretes beziehen. Wörter, die abstrakt bleiben, für sich stehen, keine Referenz haben, deren Ursprung verschollen ist, die das Urteil verschweigen, das in ihnen steckt. Links in der Junggesellenmaschine befindet sich der Friedhof der Uniformen und Livreen, die abgelegten Hüllen von Gendarmen, Kürassier, Schutzmann, Hausvorsteher, Laufbursche, Kellnerlehrling, Lakai, Leichenträger und Priester. Was müsste man einer Maschine beibringen, dass sie dem Menschen nicht nur ähnlich ist, sondern gleich? Man müsste ihr beibringen zu sterben. Würde es nicht ausreichen, dass sie einfach sterblich ist, nicht länger leben kann als ein Mensch? Auch als Mensch muss man lernen zu sterben. Muss man das? Man muss lernen, dass die Dinge verschwinden, die Menschen verschwinden und man selbst verschwindet. Und wenn die Maschine das gelernt hat, ist sie dem Menschen gleich? Eine Maschine ist nur dann dem Menschen gleich, wenn sie selbst das Bedürfnis herausfindet, ob sie es bei ihrem Gegenüber mit einer Maschine oder mit einem Menschen zu tun hat. Turin odwiedza mojego ojca, doktora Grünbauma, w jego gabinecie przy Palatine Road, w każdy wtorek o 4:30. Zawsze przyjeżdżał rowerem, niezależnie od pogody. Turin przysyłał listy, w których zadawał i opisywał nam małe problemy do rozwiązania. W sumie to bardzo dużo wtedy pisał. Nasz ojciec powierzył mu zadanie prowadzenia dziennika snów. Kiedy wybraliśmy się na naszą ostatnią wspólną podróż, przyniósł dla mojego ojca 7 zapisanych zeszytów, zawiniętych w papier. Tato powiedział,
że wrzucił je do ognia, gdy dowiedział się o śmierci Turinga. Przez to potem nie mogliśmy znaleźć żadnej informacji o jego majątku. Ale dlaczego mój ojciec zrobił coś takiego? Verglich mich mit Teiresias, dem griechischen Seher, der auch zweimal das Geschlecht wechselte. Ich hatte das Gefühl, nicht ich verändere mich, sondern etwas verändert mich. Und diese Veränderung betrifft etwas in mir nicht. Natürlich wuchsen mir Brüste, wurde ich impotent, wusste ich oft nicht, in welcher Stimmung ich erwachen würde. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass es mein Leben nicht wirklich berührt. Auch an Schneewittchen geschieht etwas, ohne dass sie als Person in Erscheinung tritt. Alle agieren um sie herum, die Tiere, die Zwerge, die Stiefmutter, der Prinz, nur sie nicht, sie allein nicht. Das Symbolische des Märchens sei nur ein Hinweis auf das Symbolische des Lebens, sagte Dr. Grünbaum. Aber mein düsteres Apartment ist wahrlich kein gläserner Sarg, wandte ich ein. Und doch wurde die Umwandlung ihres Geschlechts öffentlich gemacht und ausgestellt. Ein Versuch, der von außen zu beobachten war, wie im gut verschlossenen alchemistischen Gefäß. Wenn man sich die Prozessakten genau anschaut, dann steht dort vorgedruckt Rex versus Turing and Murray, aber das Rex ist durchgestrichen und handschriftlich durch Regina ersetzt, weil Elizabeth erst einen Monat davor ihrem Vater auf den englischen Thron gefolgt war. Also waren auch hier in der Akte, die mich dazu verurteilte, das Geschlecht zu wechseln, zwei Geschlechter ineinander gefügt worden. Das Männliche mit dem Weiblichen überschrieben, wie das Östrogen das Männliche in mir mit dem Weiblichen überschrieben. Einzig konstant ist die Mathematik. Nur dort gibt es Konstanten. Nicht im Leben, nicht in der Liebe.
Es handelt sich bei dem Begriff Gott um ein Konzept, das von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich bewertet wird. Man kann natürlich sagen, dass man mit Hilfe dieses Konzepts ab einem gewissen Punkt keinerlei gedankliche Fortschritte mehr erzielt, es also im übertragenen Sinne tot ist. Wie gesagt, es kann sich um eine metaphorische Aussage handeln oder etwa von einem Gläubigen um den Ausdruck einer Enttäuschung, weil er sich von dem personifizierten Begriff, an den er eine Zeit lang geglaubt hatte, enttäuscht fühlt. Wenn sie keinen Kern haben, haben sie auch keine Schale. Es sind Symbole. Symbole, die für sich sterben stehen. Erst die Schwertung, dann die Weisung, schließlich die Rettung, wenn alle Grenzen aufgehoben sind. Es sind Symbole, die für nichts anderes stehen, nur für sich selbst. Die Nacht. Die Nacht, niemand klopft. Die Nacht, niemand klopft. Es legt sich langsam ein bläulicher Nebel auf die Häuser, dringt in das Zimmer, dringt in die Lunge, dringt in das Blut. Jetzt wird sich zeigen, ob es ein Mensch ist oder eine Maschine, in dessen Öffnung in den blauen Nebel eindringt. Es ist eine Probe aufs Exempel. The universe is the interior of the light cone of the creation. The exclusion principle is laid down purely for the benefit of the electrons themselves, who might be corrupted and
become dragons or demons, if allowed to associate too freely. Dragons and demons. The exclusion principle. Exclusion. Spice on.